Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute gibt es ein Pfeifen-Review und zwar geht es heute um die Nagiland Professional V2A 2017. Aber das Ganze nicht alleine, sondern mit dem Besitzer der schönen Pfeife, dem Simon von Skyline Smokers. Moin Moin! Servus, danke für die Einladung Jungs. Gerne. Und ich würde sagen, damit fangen wir dann noch an mit dem Review. So, da sind wir wieder mit dem Review zu der Nagiland Professional V2A 2017. Leute, ab jetzt sagen wir nur noch V2A oder die NPS oder Nagiland. Ihr wisst schon Bescheid, welche Pfeife wir jetzt meinen. Kommen wir erstmal zu ein paar Daten und Fakten. Die Pfeife genau in der Ausführung gibt es nicht mehr. Es gibt jetzt eine neuere. Die hat dann auch ein Closed Chamber und für 249 Euro könnt ihr die kaufen. Die kommen mit einem Schlauchanschluss. Man muss aber auch bedenken, die NPS ist meistens eine Pfeife, die eher in Bars zu finden ist. Deswegen ist das halt einfach Standard, dass ein Schlauchanschluss dran ist. Gefertigt wird die Pfeife, wie der Name schon sagt, aus V2A Edelstahl. Das heißt, sie ist immer klinisch rein, ihr könnt sie super gut reinigen. Die Bowl kommt aus einer polnischen Glashütte, die seit Jahrzehnten wirklich Expertise auf diesem Gebiet entwickelt haben. Die alten NPS-Bowls von den älteren Modellen kommen da auch alle her. Farbauswahl ist auch auf jeden Fall wieder in Hülle und Fülle vorhanden. Von Shiny in verschiedensten Farben findet ihr alles, was das Herz begehrt. Die Pfeife kommt mit einem Komplettset zu euch, das heißt, ihr habt auch noch einen Schlauch und ein Glasmundstück dabei. Solltet ihr nicht nur mit einem Schlauchanschluss haben wollen, ist das gar kein Problem. Bei Nagiland kann man natürlich alle Teile nachbestellen, wie zum Beispiel auch bei uns hier kann man sich dann einfach noch drei Schlauchanschlüsse dranhängen und dann habt ihr eine komplette Vierschlauchpfeife. Im Jahr 2017 hat die NPS natürlich eine kleine Revolution erlebt. Das war auch sehr, sehr spannend für die Shisha-Szene zu sehen, dass der Urgigant Nagiland mal von seinem ehemaligen Design abweicht. Das seht ihr auch schon in der Bowl. Die Bubbles sind komplett weg. Das ist jetzt eine wunderschöne Tropfenform. Die Base, das habt ihr auch bei den vorigen Modellen schon gesehen, hat einen Bajonettverschluss, was außen ist. Ist auch ein sehr markantes Merkmal für die Pfeife. Ihr habt wieder mal 18/8er Schliffe an den Schlauchanschlüssen. Ihr müsst auch bedenken, die Pfeife ist jetzt schon 2 Jahre alt. Das war damals auch nicht gang und gäbe. Nach der Base kommt natürlich die Rauchsäule und die finde ich extrem schön gelungen. Man kann sich über die Länge ein bisschen streiten. Ich hätte sie vielleicht einen Ticken kürzer gemacht, aber diese eine geschwungen nach innen laufende Linie finde ich einfach extrem schön. Ihr wisst, dass ich stehe total auf simpel aufgebaute Pfeifen und da holt mich die Nagiland hier auch absolut ab. Oben habt ihr nochmal ein 18/8er Schliff. Man könnte also, wenn man will, noch einen Molassefänger dazwischen packen. Würde ich jetzt bei der langen Rauchsäule auf jeden Fall nicht mehr machen, da wir aber eh meistens im Funnel rauchen, ist das irgendwie mit Molasse runterlaufen und Tabak runterfallen eh nicht so ein großes Problem. Was aber geil an dem 18/8er Schliff ist, ist natürlich für Bars vor allem, man kann ganz easy gerade mal den Kohleteller abspülen und den Kopfanschluss nochmal sauber machen, was halt ein Riesenvorteil beim Saubermachen ist, weil es viel, viel schneller geht und einfach super einfach ist. Dann oben noch den Kopf drauf und dann seid ihr schon ready zu rauchen. Aber sag mal Marvin, eine V2A 2017 haben wir doch jetzt alle schon mal gesehen. Irgendwie ist es noch nichts mehr Besonderes. Stimmt. Da muss doch noch was gehen. Stimmt, die Pfeife kennt man eigentlich so, oder? Hast du da vielleicht nicht noch irgendwas, was wir vielleicht ein bisschen customizen können? Ich denke mal, da kann uns der Thorsten von Magic Glass ganz gut helfen. Schauen wir mal. Ja, das sieht doch auf jeden Fall schon mal deutlich besser aus, würde ich sagen. Aber Simon, dann erzähl doch mal, was du an der NPS jetzt alles customized hast, woher die ganzen Teile kommen. Und was es mit denen auf sich hat? Die V2A habe ich natürlich ein bisschen gepimpt. Die meinen Kanal vielleicht ein bisschen verfolgt haben, wissen es, ich lasse keine Pfeife eigentlich so, wie sie ist. Und mein erster Partner, mit dem ich zusammengearbeitet habe damals, war Magic Glass. Von denen ist sämtliches Glaszubehör an dieser Pfeife, inklusive dem Mundstück, das möchte ich nochmal anfügen. Das Set von Nagiland kommt auch mit einem Magic Glass Mundstück, allerdings nicht mit dem. Ja, was habe ich verändert an der Pfeife? Wie gesagt, 4 Schlauchanschlüsse habe ich schon von Anfang an dazu gekauft, beziehungsweise 3 dazu gekauft, einer ist ja dabei. Dann habe ich unten angefangen mit dem Tauchrohr. Ist jetzt natürlich gerade im Rauch gehüllt. Sieht man gerade nicht so gut. Seht ihr aber in der Detailaufnahme nochmal. Ist ein 4-Korn-Tauchrohr mit einem N16x1 Gewinde, so heißen die Gewinde bei der V2A, beziehungsweise generell bei Nagiland. Einen 29-2er Rauchsäulenadapter seht ihr hier. Da reingesteckt habe ich die Aramis Rauchsäule von Magic Glass. Die hat unten einen 29-2er Schliff und oben einen monumentalen 18/8er Schliff. Zeichnet sich dadurch aus, dass die Wandstärke extrem massiv ist. Genau, das finde ich nämlich wichtig. Wusste ich zum Beispiel nicht, was das jetzt heißt. Ein monumentaler Schliff. Hört sich erstmal geil an, aber denkt man sich so,
was ist das? Ne? Also oben ist nicht einfach nur so ein kleines Fitzelding, da ist ordentlich Glas bei. Ja, ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch das schon mal mitbekommen hat, dass ein Molassefinger geplatzt ist wegen Hitze und Ausdehnung und so weiter. Dazu sei noch gesagt, das sind keine China-Produkte, sondern das ist alles Made in Germany Handarbeit und zwar aus Borosilikat. Der ein oder andere hat bestimmt im Chemieunterricht mal ein Reagenzglas über den Bunsenbrenner gehalten und genau dieses Material ist es. Das heißt, kann unwahrscheinlich viel Hitze ab. Die Spannungen in dem Glas nach der Verarbeitung werden in 24 Stunden im Ofen mit Temperaturschwankungen komplett rausgelöst. Das heißt, ihr habt auch keine Vorspannungen im Glas, was das Glas sehr, sehr stabil macht. Sei natürlich dazu gesagt, es ist immer noch Glas. Das heißt, wenn ihr es runterfallen lasst, sollte jedem klar sein, ja, das kann kaputt gehen. Ja, da liest man trotzdem so einige Nachrichten natürlich. Ja. Aber ihr müsst bedenken, es ist absolute Handarbeit. Die Schlauchadapter, seht ihr auch nochmal in der Detailaufnahme, sind 4Korn 18/8er Schlauchadapter. Die sind nicht extra für diese Pfeife gemacht. Die passt in jede gängige Pfeife mit 18/8er Schliffen rein. Und meine Community hat diese wunderschöne Pfeife, ich habe gefragt, Phantom getauft. Finde ich einen sehr passenden Namen, weil sie so eine geistmäßige Silhouette hat, fast komplett durchsichtig ist. Und ja, wie gefällt sie dir, Marvin? Ich finde es extrem geil. NPS kennt man ja eigentlich schon, hat jeder schon mal gesehen, hat jeder schon mal in der Bar geraucht. Also optisch auf jeden Fall keine krasse Neuerung mehr, seitdem sie eben rauskam. Und deswegen finde ich es ziemlich geil, dass du da so viel gearbeitet hast mit den Glasteilen. Ich finde, das kommt extrem geil mit dem Glas. Keine Ahnung, es hat einfach irgendwie was, wenn man seinen Rauch durch die Rauchsäule fliegen sieht. Und gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut. Und ich würde sagen, als nächstes kommen wir dann auch direkt mal zum Rauchverhalten. Natürlich auch mit der originalen NPS im Kopf, aber natürlich auch jetzt mit der Custom Phantom vom Simon. Und ich muss sagen, jeder weiß eigentlich, wie sich so eine NPS raucht. Wir haben es ja oft genug gesagt, jeder kennt diese Pfeife eigentlich. Die meisten von euch werden vielleicht sogar ihren ersten Kopf in der Pfeife geraucht haben, die von Nagilem kommt in irgendeiner Bar oder sowas. Es ist ein unverkennbares Rauchgefühl, finde ich. Also beim Ziehen merkt man direkt dieses Blubbern. Nicht nur vom Geräusch, aber auch vom Ziehgefühl dann her. Ist einfach unverkennbar. Ich finde es sehr, sehr angenehm. Sie hat keinen mega kranken Durchzug, aber ihr müsst auch nicht ziehen wie ein Bekloppter, dass da was passiert. Ihr wisst das ja, mir liegt das sehr am Herzen, dass der Durchzug nicht zu krass ist. Also ich habe keine Lust, an der Pfeife zu ziehen und dass sich das dann anfühlt wie Atmen. Deswegen gefällt mir das hier ziemlich gut vom Rauchverhalten her. Es ist ein relativ langer Weg, aber das macht auf jeden Fall nichts. Lässt sich einfach sehr, sehr gut rauchen. Ich würde sagen, das hat schon einen Grund, dass so viele Bars immer noch zu Nagilem greifen. Und tatsächlich, wenn man sich sehr darauf fokussiert, ich weiß nicht, ob man es sogar vielleicht im Video hört, hört sich die Pfeife jetzt anders an und das liegt am Material des Tauchrohres. Das Borosilikat ist leicht dünner und gibt natürlich die Schallwellen auch ein bisschen anders weiter. Ich persönlich merke das beim Ziehen, das fühlt sich jetzt ein bisschen weicher an beim Ziehen. Muss einem liegen. Ihr könnt natürlich bei Magic Glass, das ist das Schöne, weil es Handarbeit ist, alles customizen, wie ihr wollt. Das heißt, ich habe auch Freunde, die sich für die Nagilem Avantgarde, die neue Messingpfeife von Nagilem, ein Glastaucher haben fertigen lassen mit Diffusorschlitzen, was Nagilem untypisch ist, Diffusoren. Und deshalb könnt ihr auch komplett still rauchen, wenn ihr das möchtet. So, dann haben wir euch eigentlich soweit alles über die Pfeife erzählt, was ihr wissen müsst. Und damit kommen wir dann auch mal zum Fazit. Natürlich mit dem Augenmerk auf die normale NPS, so wie ihr die erwerben könnt. Nicht mit den ganzen Custom Magic Glass Parts, die der Simon da jetzt rangepackt hat. Aber die sind einfach so schön, die konnten wir euch nicht vorenthalten. Also, Fazit zu der NPS, wie sie normalerweise zu euch nach Hause kommt. Ich finde, für mich ist es einfach die Shisha. Und deswegen hat Nagilem auch einfach einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen gewonnen. Ich glaube, Shisha Deutschland wäre nicht das, was es jetzt ist, wenn nicht Nagilem das so krass gepusht hätte. Ich meine, ihr wisst das, früher wirklich jede Pfeife in der Bar, die was auf sich gehalten hat, hatte NPS da. Das war immer das Aushängeschild. Du bist in eine Bar gegangen, die hat eine NPS da stehen und du hast dir gedacht, geil, gescheite Pfeife. Und eines Tages kaufe ich sie mir. Stimmt. Rauchverhalten passt auf jeden Fall. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde für einen Privatkonsumenten, ist halt, dass man sich die Pfeife für 249 Euro kauft und keine vier Schlauchanschlüsse dran hat. Ich finde das von der Symmetrie einfach schön. Ich finde es einfacher, wenn man mal mit Freunden rauchen will. Aber muss man auch wieder sagen, ist kein Problem, die Parts gerade noch dazu zu kaufen. Sagen wir mal, so einen Anschluss kriegt man für zwischen 5 und 10 Euro. Muss man halt nochmal draufrechnen bei dem Preis. Ich finde, Preis-Leistung ist nur zum Teil gegeben. Es ist eine sehr, sehr gute Pfeife, die sich extrem gut rauchen lässt, die schön aussieht, die meinen Designansprüchen auf jeden Fall gefällt. Aber sie ist auch relativ teuer. Ich denke mal, der eine oder andere wird das einfach so sehen. Ich will eine NPS, ich kaufe mir eine NPS. Ganz genau. Ja, ist auf jeden Fall was für Liebhaber und für Sammler.
gibt ja einige, die sich über Jahre sämtliche NPS zusammengesammelt haben. Ich musste sie unbedingt haben, weil sie war unglaublich ansprechend vom Design her für mich. Deswegen, Preis ist ja immer relativ, was man dafür bekommt und was man sich auch dafür erhofft. Das sieht ja jeder ein bisschen anders. Aber ich finde die V2A gerade, wenn man mal dann im Black Friday Sale oder so eine schießt, für um die 200 kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren, gerade jetzt mit dem neuen Closed Chamber, was diese hier jetzt noch nicht hat. Das seht ihr auch beim Auspusten. Mein Fazit zur Pfeife ist auf jeden Fall, kann ich mich da dem Marvin eigentlich anschließen, ein All-Time-Classic. Die Nagilem-Sektion hat absolut ihre Wurzeln beibehalten und dabei ein neues Design geschaffen. Schaffen nicht viele, auch viele meckern darüber, dass nicht so viele Innovationen da sind. Aber ich sag mal, den Kern von einer Marke zu wahren, ist auch immer was sehr, sehr Schwieriges, ja, in meinen Augen. Und ich finde, es ist wirklich extrem gut gelungen. Ja. In diesem Sinne, Jungs, vielen Dank für die Einladung. Der Warren war jetzt diesmal hinter der Kamera und nicht im Set. Der hat aber nicht mehr auf unseren Schoß gepasst. Genau. Aber trotzdem, vielen Dank, dass ich da sein durfte, die Pfeife vorstellen durfte. Danke, dass du sie mitgebracht hast. Gerne, gerne, gerne. Und wenn ihr sie mal wieder ausleihen wollt, sagt einfach Bescheid. Machen wir. Ich glaube, da kommen auch bestimmt noch einige schöne Shots zu der Pfeife. Ja, auf jeden Fall cool, dass du da bist. Vielleicht nochmal deinen Blogname erwähnen. Wir haben die ganze Zeit nur Simon gesagt. Ne? Einfach nochmal. Genau. Ja, sehr cool. Vielen Dank für die Möglichkeit. Mein Blog heißt Skyline Smokers auf Instagram. Ich mache kein YouTube. Und wenn ihr ein paar Bilder zu der Pfeife sehen wollt, würde es mich sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischaut, wenn es euch gefällt. Packen wir da unten hin. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich hoffe, dass euch das kleine Video zu der NPS auch mit den Custom Parts gut gefallen hat. Lasst auf jeden Fall mal einen Kommentar da. Was ich mich frage, wie viele von euch haben ihren ersten Kopf ever in einer NPS geraucht? Schreibt es mal unten in die Kommentare, lasst noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha WG. Macht's gut. Und? Skyline Smokers. Ciao. Warte. Direkt wieder, ich werd bekloppt, ey. Scheiß drauf, scheiß drauf. Das kommt in die Outtakes. Vor allem mit Wong seinem Wookie-Gebrüller.